Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Payback. Heute in der City unterwegs hier und wir wollen ein Drag Race bestreiten. Da vorne gehen wir mal zum Drag Händler und da können wir uns jetzt ein Auto organisieren. Wir brauchen noch ein zweites Fahrzeug, was wir für Drag ausrüsten. Das bedeutet hier richtig Turbo Speed, so schnell wie möglich in einer kurzen Strecke. Und das hier wäre so ein typischer, der Ford Roadster. Das ist ein typischer Drag Racer. Ich weiß natürlich nicht, ob wir das Auto dann nicht auch anderweitig verwenden können. Ja, sonst wisst ihr ja, ne? Ford Mustang Boss 302, Alter. Das ist richtige Boss-Karre. Okay, den haben wir ja freigeschaltet. Unzureichende Mittel. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich so viel Kohle habe. Ich habe einfach mal diese ganzen Karten, die ich da noch, die ganzen Token-Dinger und so eingelöst, die ich noch hatte. Deswegen können wir uns jetzt auch das Auto kaufen. Hier, nehmen wir den Ford Mustang mit dem Boss 302, Leute. Ja, Mann. Das ist eine geile Karre, war die richtige Entscheidung. Ich weiß, dass ihr es genauso seht. Ja, den möchte ich verwenden. Der ist ja nochmal viel geiler. Und wir haben auch ein paar Karten, die könnte man theoretisch auch nochmal aufpippen jetzt. Alter, wie geil. Jetzt haben wir den Boss 302. So, und hiermit können wir auch einen Drag loslegen. Dein Wagen unempfohlen, 110, 109. Okay. Wir könnten natürlich noch ein paar Karten starten, aber jetzt wollen wir erstmal hier noch ein Rennen erleben, direkt mal. Mal sehen, wie du mit diesem Dragster klarkommst. Rav, bitte, tu nicht so, als wäre das mein erstes Rennen. Drag ist was anderes. Ich kenne viele Spitzenracer, die schon in den ersten Läufen zu viel wollten und überdreht haben. Wenn du so besorgt bist, wieso kommst du dann nicht zum Rennen und gibst mir Tipps? Ich passe. Letztes Mal, als du mich hier weggelockt hast, musste ich genäht werden. Verstehe. Ich könnte die Tipps aber sehr wohl gebrauchen. Wenn du keinen optimalen Start erwischst, kannst du immer noch aufholen, indem du perfekt schaltest. Alles klar. Oh Gott, ob ich das hinkriege. Beim Drag zählt vor allem das Auto. Du kannst der beste Fahrer der Welt sein, aber ohne richtige Hardware bist du chancenlos. Wenn du also ständig verlierst, wird es Zeit für ein Upgrade. Und da kommst du ins Spiel, Rav. Wir bringen die Kiste schon zum Schnurren. Hm, ja. Der Rav kann uns auf jeden Fall was daraus basteln. Und jetzt hier der geile 300. Ich finde den Wagen so fett. Ich finde ihn wirklich richtig fett. Wie gesagt, kann ich hier wieder noch auf das Musterbild bei Instagram hinweisen. Schaut da mal rein. Ich muss da unbedingt mal einen Vlog drüber drehen, auch über die, wenn man mit so einem 66er Mustang oder so 65er oder 67er, 68er, was auch immer fährt. Der Boss 302 natürlich eine der Sportversionen, da haben sie die Rückbank weggenommen. Dürfte hier im Spiel auch sein. Guck mal, hier können wir das einmal angucken, richtig in Ruhe, auch hier im Fotomodus. Der ist eben halt gut zum Angucken. Und da sehen wir, der Fahrer verschwindet plötzlich. Das ist schon sehr nice, oder? Der sieht doch richtig cool aus. Schönes Foto geschossen. Schnappschuss wird hochgeladen. Nice, oder? Wenn das mal keine coole Karre ist. Da weiß ich aber auch nicht, ey. Da weiß ich aber auch nicht. Kann man da noch ein cooleres Bild machen? Irgendwie von so unten oder so? Ja, obwohl das sah schon ganz cool aus, wie ich gerade eben war. Das so ist das fett. Bam. Bam, Leute. Ja, ich möchte den wirklich verlassen, den Fotomodus. Ich freue mich mehr über die Karre als auf das Drag Race, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt am liebsten gerne aufpimpen nochmal, aber das geben wir uns dann nachher. Ich versuche sie zu beherzigen. Wenn man in Silver Rock fährt, ist jede Viertelmeile ein Kampf. Wir setzen vom Burnout bis ins Ziel alles aufs Spiel. Ich bin Big Sister und das hier ist der Riot Club. Na gut. Ich bin beeindruckt und ich bin Saraza und ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal richtig schlecht fahren, weil Drag Racing habe ich auch keinen Plan. Boah, wie krass. Will doch mit uns talken vorher. Du fährst einen Dragster, gehörst aber nicht zu uns. Wer bist du? Du könntest ein Hausspion sein, der meine Crew unterwandern will. Ich heiße Morgan. Du bist Tyler Morgan? Du kannst mich Big Sister nennen. Was will das Haus von euch? Du stellst wirklich gefährliche Fragen, Morgan. Beweis mir, dass du das Zeug hast, mit dem Ride Club zu fahren. Dann reden wir. Yeah. Oh, erreiche einen Wheelie-Dauer von 0,2 Sekunden, gewinne das Rennen. Pff, ich nehme es einfach mal an, auch wenn es schwarz ist. Wir leben nach den Drag-Regeln. Wenn du sie brichst, mache ich dich fertig. Ja, ich weiß, was zu tun ist, glaube ich.
Werden mit manueller Schaltung gefahren. Habe ich noch nie gemacht. Wechsel die Gänge im optimalen Moment, um perfekt zu schalten. Gib an der Startlinie Gas, um die Drehzahlnadel in den grünen Bereich zu bringen. Und wie schalte ich? Guter Start. Ah. Was kriege ich hin? Komm. Wir sind vorne. Das haben wir doch ganz gut hinbekommen, oder? Das war ja noch easy. Und mal alles aus den Gängen raus hier. Boss 302 im Ziel. Nicht schlecht. Sunny, Ford Mustang Boss 302 gegen Tyler. Ford Mustang Boss 302 allerdings da ihrer. Okay, der nächste Lauf. Gibt scheinbar mehrere Läufe. Ich bin bereit für den nächsten, Freunde. Ziemlich cool, Strike Race. Macht Bock. Macht echt Laune. Big Sister und ihr Killer. Ein Sieg noch, dann war's das. Ja, Mann, perfekter Start. Perfekt geschaltet. Jetzt machen wir ernst. Hängt sich nur noch vom Auto ab, ganz klar. Und vom Schaltmoment natürlich. Und zack. Nochmal Nitro gegeben. Und abgehängt. Echt stark! Perfekt geschaltet, Mann. Ja, das ist der Teil am Morgen, von dem ich gehört habe. Oh, das war aber knappe Kiste. Hätte ich beinahe meinen Rival, meinen Online-Rival. Jetzt gibt es natürlich viel, viel mehr. Aber die Nebenwette. Wheelie, das, ich wusste gar nicht, wie ich das mache. Das wurde mir gar nicht erklärt. Muss ich nochmal rumprobieren. Weiß gar nicht, ob das... Kann das Auto das jetzt schon? Könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren beantworten, die Leute, die sich ein bisschen besser auskennen. Speedkarten. Mit der rechten war ich immer gut bedient eigentlich. Oh, nice. Direkt mal einbauen. Die gibt richtig Pimpi hier. Und eine neue Mission wäre freigeschaltet. Also das hat mir schon mal richtig Bock gemacht bei dem Drag Race, ganz klar. So, jetzt haben wir heute aber noch was zu tun. Ciao, Leute, also, wir sind weg. Big Sister, hm? Huh? Cooler Name. Er erinnert die Crew daran, dass ich in dieser Familie das Sagen habe. Außerdem legt man sich nicht unter seinem richtigen Namen mit dem Haus an. Dem Haus? Yep. Wir sind auf dem Weg in den Casino-Bezirk, um ihm zu zeigen, dass sich der Riot Club niemandem beugt. Bist du dabei? Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich werde da sein. Cool. Moment mal kurz. Da vorne, der Billionaires Drag. Da können wir eigentlich noch direkt mitmachen, oder? Ich fand das eigentlich ganz spaßig. War jetzt die erste Drag, war natürlich auch erstmal zum Lernen und Reinkommen. Wenn du jetzt ein totaler Anfänger bist, musst du es ja auch irgendwie lernen können. So, wir fahren mal hier durch. Boah, ich finde den super cool. Können auch durch unterwegs auch nochmal ganz kurz. Ja, bin ich auch dabei. Sollen wir mal machen, ganz kurz. Aktivitäten, Orte. Hier haben wir doch bestimmt irgendwo was. Genau, hier können wir den Tune, den Tuning Shop. Und hier ist eine Garage. Da würde ich sagen, ach, die können wir kaufen, oder was? Scheiße, können wir uns gerade nicht leisten. Inventaraktualisierung. Okay, lass mal da checken gerade. Obwohl, nee, komm, ich mach jetzt mal das Drag Race. Sorry, Freunde, ich mach jetzt mal das Drag Race. Ich mach jetzt mal das nächste hier. Das ist der Drag-Händler und das ist Race, oder was? Da müssen wir hin. Billionaires Drag. Wir haben ja schon zugesagt, dass wir da mitkommen. Und den Nitro, der jetzt hat. Das ist super für mich. Wirklich, weil so komme ich schnell aus der Pampe, wenn ich mal die Scheiße fahre. Oh. Fehlt die Servo. Okay, ich mach's einfach mal. Ja, Mann, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie dem Willi geht. Ich hab's trotzdem angenommen. Leichtsinnig, also, wie ich bin. Also, Big Sister, was hat dir das Haus getan? Gewinn erstmal, dann reden wir, okay?
Boah. Ich habe ein Wheelie gemacht. Okay. Aber verkackt. Oh, verdammt. Zu spät geschaltet, Alter. Oh Mann, da war ich. Das habe ich echt hart verschissen. Aber ich hole auf. Jetzt probiere ich es mal. Am Wheelie kann man nur beim Start machen, oder was? Ich bin irgendwie hochgekommen. Habt ihr gesehen? Ich habe es jetzt natürlich verkackt. Das muss nochmal wiederholt werden. Nein! Ja, war mein Fehler. Ach so, ich habe noch einen Lauf über. Okay. Ja, ist schwierig, sich damit jetzt auseinanderzusetzen, weil man noch nicht genau weiß, okay, das ist jetzt Wheelie, da muss ich irgendwie nach hinten mit dem Knüppel, dann musste ich aber noch gleichzeitig schalten, was ich dann völlig vergessen habe. Jetzt muss ich abliefern. Jetzt komme ich gar nicht hoch. Wie hat der das gemacht mit dem Wheelie, verdammt. Wen verohren wir denn jetzt, den Penner? Ja, ich bin in Führung. Oh yeah! Und nochmal der nächste Lauf, bitte. Jess. Mit Jess haben wir auch noch eine Mission am Start. Die können wir theoretisch auch noch irgendwie erledigen. Letzter Lauf. Jetzt muss ich alles geben. Ich krieg das mit dem Wheelie nicht hin. Ah, zu spät gescheitert, ey. Ich krieg das mit dem Wheelie nicht hin. Das mache ich falsch. Aber wenn ich dann nach hinten drücke, mache ich auch voll den Mist. Und nochmal hier. Ja, keine Chance. Ja, ja, ja! DU, nicht zu verwechseln mit DU. Ein weiterer Sieg für Tyler Morgan. Oh, 10. Ja, das mit dem Wheelie, ey, da. 1. Ah, oh, nein, wir hätten es beinahe sogar geschafft mit meinem Wheelie-Fail, wo ich es einmal gemacht hatte. Verdammt. Ah, oh, da hat es nur ein paar Millisekunden gefehlt, ey. Zack, in der Mitte nehmen wir. Oh, Bremsen neu. Auch gut, können wir gebrauchen. Mega, ey. Nee, richtig geil. Billionaire's Track auch absolviert, Friends. So, eine neue Mission freigeschaltet. Wenn wir uns irgendwann mal drauf kümmern. Jetzt haben wir genug gedragt. Jetzt machen wir noch was anderes. Ein Deal ist ein Deal, Tyler. Folgendes ist passiert. Das Haus hat mich gefragt, ob meine Crew mithelfen will, Rennen zu manipulieren. Kommt mir bekannt vor. Glaube ich. Ich habe dich beim Boomville-Rennen gesehen und dein Kampfgeist hat mich inspiriert. Ich sagte dem Haus, es kann mich mal. Weil das bei mir ja so toll funktioniert hat. Tja, für uns ist es ähnlich gelaufen. Die Lage ist schwierig. Red weiter. Nach dem nächsten Rennen vielleicht. Wir sehen uns. Na, da werden wir sicherlich noch Rennen gegen die Olle fahren. Treasure Island. Oder Venetian ist es, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Casino Row haben wir da. Hier ist der Draghand da nochmal. Und hier müssen wir uns nämlich auch noch ein Drift-Auto organisieren. Ey, das kostet ja so viel Cash. Aber hier, das ist auch ganz geil. Agent Fluchtpunkt. Der Gambler hat dich mit einer mysteriösen Auftraggeberin in Kontakt gebracht, die deine speziellen Fähigkeiten braucht. Erste Mission, einen Fahrgast abholen und dann in sein Ziel bringen. Rechne mit Problemen. Finde ich mega nice. Werde ich mir auf jeden Fall noch geben, die Mission. Der Runner-Händler. Und da müssen wir dann aber auch bessere Karren kaufen. Also quasi für jedes Sortiment muss man bessere Waffen kaufen. Hier der Offroad, da gibt es ja auch. Also für jede Fahrzeugart, sage ich mal. Und der Racer-Händler. Racer ist ja unsere Karre jetzt auch noch nicht unbedingt der Obershit, ne? Das will ich jetzt auch noch mal in den Raum werfen. Puh, da wird noch einiges uns bevorstehen. Gut, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich würde sagen, eine Runner-Mission können wir machen. Ein Drifter, da brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein Driftfahrzeug. Dafür brauchen wir wieder Geld. Oder wir gehen einfach mal in den Tuning-Store. Oder sogar in die komplette Werkstatt nach Hause. In die Garage hier, weil da können wir nochmal unsere Karren auch mal angucken. Und das mache ich jetzt mal. Ist eine Schnellreise kostenlos? Können wir nochmal ein bisschen checken, was wir da jetzt aufpimpen können. Haben wir jetzt länger nicht gemacht. Wir haben ein paar Sachen freigeschaltet auch. Deswegen gehen wir da mal in die Garage direkt. Haben wir jetzt auch viel, viel erlebt. So. Super. Wagen ansehen.
Den will ich mir mal anschauen jetzt hier so richtig. In der Garage geht das echt am besten. Der ist geil, oder? Komm, der ist geil. Der Boss 302. Ich mag die Karre auf jeden Fall. Mhm. Den Audi haben wir ja auch. Der ist für diese anderen Races jetzt halt. Den Mercury haben wir auch ebenfalls gekauft. Für Offroad, da haben wir zwei Offroader, was vielleicht ein Fehler war. Ich hätte erstmal einen Racer oder sowas kaufen sollen, weil da machen wir wahrscheinlich noch viel mehr als mit den Offroadern. Ist aber nicht schlimm, weil der Mercury Cougar ist eine geile Karre. Und der ist 5 Sportback auch. Also wir haben schon eine schöne Garage mittlerweile. Ich würde sagen, wir knüpfen uns jetzt mal den guten Ford Mustang 302 vor. Und gucken mal, was wir da machen können. Besiege einen Street Racer. Ich meine, viel dürften wir jetzt wahrscheinlich noch nicht. Oh, guck mal, Vorderräder. Oh, die sind auch schnieke, ne? Ich meine, verbessern die auch was? Das ist halt die Frage. Ja, das lohnt sich jetzt noch nicht, oder? Kaufe eine zweite Garage. Und was müssen wir da machen? Schließe 3-Sprung-Aktivität mit einer 1-Sterne-Bewertung an. Und dann können wir sogar neuen Kotflügel und sowas alles holen. Also man muss schon viele Aktivitäten machen. Was haben wir da? Auch cool, ne? Ich mag das eigentlich so, aber ich finde das auch so klassisch. Auch nicht schlecht, ne? Ganz im Gelb. Wir könnten den ja auch, obwohl man das mit dem Boss 302 halt nicht macht. Der ist, hat diese Farbe. Oh ne, da finde ich den. Weiß ich nicht, finde ich den irgendwie cooler. Sorry. Lohnt sich nicht. Nummernschild könnte man theoretisch auch noch ändern. Die Hinterräder brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Obwohl, können wir. Was gibt's denn da für Reifen? Ne, Bremsscheiben? Achso, das sind immer nur die Bremsen dann, oder was? Ne, da können wir bestimmt noch die Standard-Hinterräder ändern. Ach, das würde ich auch gerne ändern. So LEDs da reinballern. Ja, das meiste ist leider für dieses Fahrzeug noch gar nicht freigeschaltet. Ich guck mal, wie es bei dem anderen aussieht. Ich kenne mich ja selber noch nicht so gut aus. Leistungstuning können wir auch mal schauen. Haben wir hier noch irgendwas frei? Steuergeräte, ne, Getriebe haben wir auch noch nichts mehr über. Also, das sieht übel aus. So viel können wir hier noch gar nicht tun. Lackierung können wir was machen. Was haben wir denn da? Da können wir theoretisch mal rumprobieren. Boah, ist das geil, oder? Kommt. Der ist in Schwarz einfach. Ich muss es, auch wenn es ein Boss 302 ist und jetzt der ein oder andere sagen wird, warum machst du das, Saraza? Ich finde Schwarz einfach geil. Schwarzer Mustang ist einfach fancy, Freunde. So, da haben wir den doch schon richtig nice gemacht. Okay. Also wir sollten mal ein paar Sprungaktivitäten machen, würde ich sagen. Da kriegen wir schnell was freigeschaltet. Street Racer. Und hier können wir ein paar Sprungaktivitäten abschließen. Und mit dem Drag ist es gar nicht so schlecht, weil wir dann ja auch ultimativ viel Power haben. Ich fliege! Ja, aber dahin kommen wir dann doch nicht. Okay? Da können wir von der anderen Seite da rein oder muss man da wirklich reinjumpen in diese Röhre mit dem Flugzeug? Das wäre natürlich eine krasse Geschichte. Ja, ist tatsächlich so. Aber da brauchen wir ein ultraschnelles Fahrzeug. Oh, der ist so nice, der Wagen, den wir jetzt hier haben, Leute. Feier ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr zufrieden seid, in welcher Farbe soll ich den machen? Gelb, schwarz, blau, grün. Schwarz haben wir auf jeden Fall in die Kommentare beim Insta-Bild zu den Mustern geschrieben. Insofern sind, glaube ich, viele da mit mir einig, auch wenn ich da nach Meinung von einigen anderen vielleicht den Mustang Boss 302 Ja, Mann! Neue persönliche Bestleistung. Okay, den müssen wir auch kriegen. Da müssen wir ein bisschen Anlauf nehmen. Komm. Ein bisschen überdreht hier. Aber die Felgen sind auch fett. Schwarzen. Juhu! Oh, 76. Knapp verfehlt.
Aber es ist ein neuer Rekord, immerhin. Okay, probieren wir mal noch was anderes. Hier ist nämlich noch ein Sprung. Den wollte ich mir auch noch holen. Ja! Boah, der war mega krass. 115 Meter, Leute. Tuning, siehst du jetzt aber die Frontkotflügel, die neuen. Höher und weiter! Boah, 83, verdammte Axt, komm, das holen wir noch. Weiß, war ein neuer Rekord, bringt uns aber nichts. War zu low, hier fahren wir auch gar nicht erst durch. 147 Meter wäre der nächste. Okay. Ist natürlich überhaupt nicht übertrieben. Oh yeah! Na, den habe ich nicht gut genommen. Der hätte ich mehr Nitro von Anfang an geben sollen. Okay, nicht zu viel Speed verlieren, dann können wir vielleicht jetzt auf die Strecke kommen nochmal kurz. Leute. Macht einfach Bock, sorry, ihr lang zu jumpen, macht einfach Bock. Der Sonnenaufgang verrät einem, was für ein Tag bevorsteht. Heute vermutlich ein Racing-Tag. Na, ist ja ganz was Neues. Okay, jetzt mit dem Jack können wir das hinkriegen. Boah! Verdammt. Oh, die guten Lampen. Verdammt! Okay, ich brauche auf jeden Fall Anlauf, den kompletten Anlauf. Wir fahren hier einmal rum. Ja, das ist eine gute Idee. Wir fahren hier einmal rum. Dann nehmen wir den Speed noch von vornherein mit. Und jetzt Nitro. Jetzt gerade da hinkommen. Ah, nicht genug Power. Zu viel Nitro verballert. Aber 80 Meter immerhin. Also, das kriegen wir so auf jeden Fall hin. Nochmal versuchen. Ein letzter Versuch. Der muss dann werden. Da müssen wir die 87 Meter oder was sind das? Die müssen wir noch hinkriegen. Das sind schon ein bisschen besser Einsätze. Hier soll jetzt so ein bisschen mehr Speed rumkommen. Ah, leider nicht. Und jetzt ab hier Nitro. Wow! Nein! Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich reg mich auf. Sorry, ey. Ich bin jetzt picht darauf, das hinzukriegen, Leute. Ich muss das jetzt hinkriegen. Wir können ja auch mal hier probieren, so rüber zu fahren einfach. Dann verlieren wir auf jeden Fall mehr Speed. Ich heb ab! Oh Gott, der war richtig schwach. Also mit dem Aufholmanöver, das war schon gut so. Das muss klappen. Wenn wir mal hier durchfahren. Die Kurve ein bisschen weiter kratzen. Und dann gerade von der anderen Seite reinkommen. Ey, ich probier's. Vielleicht doch nicht die richtige Schüssel dafür, aber ich hab's auch noch nicht optimal eingesetzt. Deswegen schiebe ich mir das selber noch in die Schuhe. Ich fliege! 92, wir haben's geschafft! Ich habe alles rausgekitzelt aus der Möhre. Also wirklich jeden kleinsten Happen. Oh, guck mal, hier ist eine Münze. Wow. Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's dann von dieser Episode von Let's Play Need for Speed Payback. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Unser guter Muster, wie sieht der denn jetzt aus, nachdem der Sarazar damit fertig ist? Oh mein Gott, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin. There's something much bigger going on here. Jump!